Ratingen, meine lieben Schwestern und Brüder, eine Stadt im Norden unseres Erzbistums. Ratingen wird häufig auch als die dumme Klemmerstadt, als die Daumenklemmerstadt und ihre Einwohner als dumme Klemmer, als Daumenklemmer bezeichnet. Der Sage zufolge wollte der heutige Tagesheilige, der heilige Swietbert, die damals heidnische Stadt Ratingen zum Christentum bekehren. Als er jedoch das Stadttor passieren wollte, schlugen ihm die Ratinger die Tür vor die Nase zu und dabei wurde der Daumen des heiligen Swietbert in der Tür eingeklemmt. Daraufhin soll Swietbert die Stadt zwar unverrichteter Dinge den Rücken gekehrt, jedoch seine Einwohner zuvor mit einem Fluch belegt haben, demzufolge in Zukunft alle in Ratingen Geborenen mit einem platten Daumen zur Welt kommen sollten. Und seither haben die Ratinger den Beinamen Dumme Klemmer. Gott sei Dank, meine lieben Mitchristen, gibt es heute in Ratingen lebendige christliche Gemeinden. Aber damals hatte der Missionar Swietbert wohl hier einen großen Misserfolg erlitten und konnte die Ratinger nicht zum christlichen Glauben bekehren. Es war nicht der einzige Misserfolg des heutigen Tagesheiligen. Swietbert wollte auch zwischen Lippe und Ruhr missionieren, den christlichen Glauben grundlegen. Aber auch hier blieb seine Arbeit ebenfalls erfolglos. Anfänglicher Erfolg wurde durch die Einfälle der Sachsen vernichtet. Misserfolg. Misserfolg. Das kennt auch der Herr. Wir haben es gerade im Evangelium gehört. Seine Botschaft kommt in seiner Heimatstadt Nazareth nicht an. Er wird nicht gehört. Die Leute wollen ihn sogar umbringen. Misserfolg. Das kennen auch die Jünger. Die Heilige Schrift beschönigt da nichts. Es wird immer wieder berichtet, wie die Jünger auch ihre Misserfolge haben. Und auch ein Apostel Paulus, sicherlich einer der größten Missionare der Christenheit, er kommt nicht überall mit seiner Botschaft an. Er hat seine persönlichen Niederlagen, seine Misserfolge. Meine Schwestern und Brüder, hier im Hohen Dom und uns verbunden, kennen wir das nicht auch? Misserfolg, vergebliches Mühen, umsonst Erfahrungen, Misslingen, Scheitern. Wir haben doch alles getan, gebetet, damit der Glaube weitergegeben wird. Aber wir haben keinen Erfolg. Besonders schmerzhaft ist das dann, wenn die eigenen Kinder, die ich doch zu einem Leben mit der Kirche hinführen wollte, nichts mehr mit ihr anfangen können oder gar aus ihr austreten. Wie weh tut es und wie einsam kommt man sich vor, wenn sogar Familienangehörigen oder die besten Freunde meine eigenen Glaubensüberzeugungen als überholt abtun. Ja, und als Prediger frage ich mich manchmal auch, kommt das überhaupt an, was du sagen willst? Kommt da was rüber? Berührt es die Menschen? Bewirkt es etwas? Oder ist alles umsonst? Vergebliche Liebesmühe, schöne Worte, wohlformuliert. Aber erreichen sie auch das Herz der Menschen? Löst die Botschaft Umkehr aus? Richtet sie auf? Heilt und befreit sie? Oder Misserfolg? Jesus schenkt seinen Jüngern und uns einmal das Gleichnis vom Sämann. Wir durften es vor einigen Sonntagen hören. Ein großer Teil des Samens, den der Sämann austeilt, bringt aus den unterschiedlichsten Gründen keine Frucht. Der Sämann hat Misserfolg. Aber das Gleichnis endet nicht hier. Ein Teil der Körner fällt nämlich auf guten Boden und bringt Frucht. Und das gar nicht wenig, 30-fach. 60-fach und 100-fach. Natürlich weiß der Sämann um den Misserfolg.
Manchmal mag er auch bekümmert sein, dass so vieles daneben geht, verschüttet wird, verloren geht, nichts bringt. Aber er grämt sich nicht darüber. Er lässt das Aussäen deswegen nicht bleiben, sondern er freut sich über die Saat, die aufgeht und Körner bringt. Und es ist viel, so viel, dass er auch im nächsten Jahr wieder aufs Feld gehen und Samen ausstreuen wird. Meine lieben Mitchristen, ich finde dieses Gleichnis ungeheuer ermutigend und vertrauenerweckend. Es lädt mich ein, bei allem Misserfolg nicht im Pessimismus stecken zu bleiben. Es hilft mir, bei allen enttäuschenden Erfahrungen den Kopf nicht in den Sand zu stecken und trotz aller widrigen Umständen, Hindernissen und Gegenkräften nicht aufzugeben, sondern allem scheinbar umsonst zum Trotz, allen Vergeblichkeiten zum Trotz, zuversichtlich und großherzig immer wieder hinauszugehen, zu säen und nochmals zu säen, unverdrossen, geduldig, mit Mut und mit Vertrauen. Wenn wir das Unsere tun, dürfen wir alles andere getrost der Sorge Gottes überlassen und uns von ihm beschenken lassen. Seine Güte hat kein Ende, seine Gnade kennt keine Grenzen, sein Erbarmen hört niemals auf und seine Treue ist überreich und riesengroß. Darauf hat auch der Tagesheilige, der heilige Swietberg von Kaiserswerth, vertraut und trotz seiner Misserfolge immer wieder auch den Samen des Evangeliums ausgestreut. Ein anderer, der Herr selbst, hat es später wachsen lassen, sodass auch heute in der Dummeklemmerstadt Ratingen der Glauben an Jesus Christus gelebt wird. Amen.